Bier. Was für ein Wachfeuer. Ja, für die Nacht, weißt du, die Feuer, die überall angehen. Ja, wo meinst denn du? Um die Burg herum. Sind doch, oder sind die weg? Ja, nicht mehr so viele, ne? Immer noch so viele? Was waren eigentlich Hartholz? Waren das, konnte man das einsehen, nö, ne? Doch, je nach Baumart halt. Achso, also muss man die Bäume sich merken. Na klar. Ich als alter Mann hier. Also, Ahorn. Hartholz, Ulme, Eiche. Ich hab einen Ahornbaum. Weich, glaub ich. Gibt aber auch ein ganz tolles Gamepedia. Okay. Kiefer. Kiefer ist doch hart. Auch weich. Warte, ich such's dir kurz raus. Ach so, so ein Wikipedia, wo man alles sehen könnte. Alle Bäume, Baumarten. Warte. So. Jetzt steht's im Ding drin. Da brauchst du dann oben auch bloß bei Suche eingeben, was du suchst. Waffen, dies, jenes und... Ich hab's eigentlich neben Spielen immer offen. Und da sind hier jetzt alle Bäume erklärt. Okay, warte mal. Rüber switchen, ganz kurz. Steht dann alles dran. Oh, wo bin ich? Jetzt wird's ja dunkel. Ah, okay, ich nehme mal raus. Okay, ich habe was gesehen. Also irgendwie waren da Bäume gewesen, ja. Ahorn ist Hartholz. Juhu. Nachtfrost ist auch Hartholz. Was? Ach nicht. Mein Schlachtholz. Hartholz. Schlachtholz. Na dann, dann. Stell dir mal den Baum. Ich habe jetzt alle Waffen hergestellt, wofür man kein Leder braucht. Okay. Ah. Auch irgendwelche Kanonen? Nein. Wow. Kanonen? Gibt's hier nicht. Ach Mann. Wären wir die Ersten, wenn wir Kanonen herstellen würden. Ich hab versucht, Handgranaten zu machen. Und? Ich hab's nicht hingekriegt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Man kann hier Handgranaten herrichten? Irgendwie, glaube ich, mit Nafta. Ja, was? Ich hatte Nafta und Lehm. Ich habe auch geguckt im Gamepedia, aber da stand nicht dran, an welchem Maschine oder halt Arbeitsmaterial man braucht oder so. Welches Werkzeug. Was hier? Ja? Apotheke glaube ich. Okay. Unter Cocktailmischung oder sowas wahrscheinlich. Ach nee, warte. Probier's halt. Lehm gibt's genug und Nafta. Ich habe auf jeden Fall Bärenfallen gemacht für uns alle. Hört sich ja super an. Weil wenn wir dann irgendwo heute losgehen, ich habe 20 Bärenfallen mal gemacht. Ach. Oder falls sie uns angreifen. Dann nimmt sich jeder 5 Stück oder so und wenn sie kommen, dann können wir hinterm Tor das Ganze verminen, sozusagen. Wenn sie uns angreifen. Oder wenn wir irgendwo angreifen, dann können wir unsere Flanken schützen mit Bärenfallen. Wenn du also Alchemie auf 100 hast, ne? kannst du versuchen, Eisen in Gold umzuwandeln? Ja, schon. Was? Alter Hut. Kann ich schon. So, ich bin geschwind weg. Okay. Okay.
uns eine Kiste von zwei Gramm. Gold reinpacken. Okay. Geht schon. Deutschland krieg ich ja. Übel. Die Kiste. Also will ich mich auch schon eine Kiste, ne? Ich hab 9 Holzscheit dabei. Brauchst noch 4 dafür. Siehst du eigentlich meine Baustelle, ja, ne? An dem großen Baum? Ich hatte kein Mikro. Das sieht so wunderlich aus. Ein Speer. Da ist er. Eben. Halt mal, Philipp. Ja. Toll, mein Pferd hat sich verbuggt. Toll, ja. Voreingang. Ja. Nice, das fliegende Pferd. Muss reiten? Lass mal schnell auf stumm bleiben hier. Ja. Lass mal schnell auf stumm bleiben, wir müssen gleich aufpassen, ne? Wir reden ja. Weil ich weiß, wie der Typ ist. Ja. Ein Astera. Astera ist, glaube ich, die andere Mannschaft, die böse da. Unbedingt auch Philipp Bescheid sagen. Ich da gleich rum. Und zerrät ja alles. So, wieder da. Baby, lies mal bitte den Chat kurz. Hier im TS, bitte.
Ist auch gut, ne? ST. Kann auch lesen, ne? Ah, okay. Dein Männer ist wieder weg. Nee, ich bin da. Ach so. Ich mache nur immer wieder stumm, damit, weil meine Frau und ich, wir sitzen noch nebeneinander. Ja, ich weiß doch. Ich habe da kurz mal das Holz reingeschmissen. Wo? Was? Im Lagerhaus. Kein Platz mehr im Schreiner. Karren. 8 Stück? Weiß ich gerade nicht. Ein bisschen Platz ist da noch. Ansonsten, wie gesagt, sie nimmt ja gleich hier die Hartholzscheit raus. Ich wollte nur schnell das Pferd holen. Von draußen. Mhm. Ja, deswegen gehe ich eigentlich nie mit Pferd los. Weil dann kriegst du die Tasche nicht richtig voll. Ich laufe lieber irgendwo hin und bete dann. Ach ja, man kann ja beten, verdammt. Ja, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich hab das Pferd schon eingesteckt. Ah, danke. Ich mach zu. Wie findest du meine Kombinationsrüstung? Warte. Kurz mal den Waffenrock ausziehen. Ja, das sieht gut aus. Ich? Alles, Leder jetzt? Nein. Schuppe? Das eine ist Leder, also Brustpanzer, Armteile und die Schuhe. Und Schuppe ist der Helm und die Handschuhe. Ah, okay. Sieht schick aus. Kann ich mich halt, ja, besser bewegen. Und wenn ich dann das Ding drauf habe noch, den Waffenrock, dann sehen die Gegner ja auch nur im Prinzip die schwer gepanzerten Teile richtig. Und dann müssen sie ja davon ausgehen, dass ich am kompletten Körper die Rüstung trage. Aber die Oberarme siehst du, ne? Ja, Schuhe sehe ich auch. Aber Schuhe kann ich auch noch nicht. Siehst du, das hat Raven vergessen, mit dem zu trainieren. Okay. Ganz schnell mal das Ding bauen, was wir gesagt hatten. Aber warte, dann muss ich Dings hier. Das Dings, was wir da reinpacken, von oben holen, ne? Wie viel habt denn ihr, was wir vergraben sollen überhaupt? Das ist nicht viel, also nur mein Gold wollte ich gern vergraben, ja, deswegen. Da könnt ihr ja auch meine Kiste mit benutzen. Nee, dann schmeißen wir es wieder rein, wir sind ja eine Familie. Weil dann braucht man auch nicht so viel Löcher graben. Da könnt ihr halt auch, so wie ich, meine Beutel mit meinen Sortierungen. Ach, Beutel! Das ist eben. Für mich wichtig, meine Sortierungen. Wie krieg ich denn so einen Beutel her? Warte. Primitive Tasse oder ein Beutel? Also ein Lederbeutel. Brauchen wir eigentlich noch so eine kleine Kiste, die ich da eben herrichten wollte? Wenn er sagt, wenn das bei ihm reinpacken. Du kannst die trotzdem, bau die einfach mal. Okay, weil ich brauche noch 10 Nägel, wo ich noch gucke, mal nach. Ja, Wareneingang. Lagerhaus, Warenausgang. Richtig, ich habe erstmal mein Dings hier, mein Gold gekriegt. Was machst du? Oh. Das Pferd noch auspacken. Achso. Ja. Warte halt mit dem Pferd rauspacken, warte. Stell dich doch am besten hier vorne so hin. Mit Blickrichtung wie die Pferde und dann pack's aus, dann steht's perfekt geparkt. So mache ich's immer. Dann brauchst du nicht rummanövrieren. Dann stehen sie hier immer gut. Ja, bau doch die Kiste. Kannst du noch ein bisschen Boden gucken? Da-da-da. Bleib hier. Achso, hol dir die Nägel, genau. Genau, Warenausgang. Ist das immer ein bisschen auf die Qualitäten achten. Aber da für so eine Kiste
Eben das Schlechteste, ne? Eher. Ah, 72 nehme ich da. 72er nehme ich da. Egal, nimm. Aber wenn da halt 90 momentan. Wow, und bei mir laggt's schon wieder dauernd. Hopsi! Ja! Liebe Schreiner. Tada! Ready? Oh, ja. Na, jetzt einen Spaten zur Hand nehmen. Also, das soll man nicht jetzt in dem gleichen Loch machen? Da passt die Kiste nicht mit rein. Ne, wir können es gerne da mit reinschmeißen. Weil ja, so viel Zeug aber eh mit rein. In die Kiste passt machen 150 rein und das reicht halt für mich gut. Hey, machen wir eine Ledertasche oder sowas und dann schmeißen wir eine Ledertasche und schmeißen die Ledertasche dann da rein. Okay. Weil du kannst auch die Taschen kannst du auch mit. Hast du noch Taschen? Ihr könntet euch auch welche machen, dann skillt ihr. Wie macht man die? Auch gleich. Ja, aber eigentlich müsste ich noch welche haben, ach so, irgendwo. Wie macht man die? Schneidern. Du brauchst diesen Schneiderkasten. Hier in dem Ding ist einer drin, eigentlich. Ein Schneiderkasten. Das ist jetzt der beste mit guter Qualität und hier ist einer drin mit scheiß Qualität. Der muss eingeschmolzen werden, aber den kann man jetzt auch nochmal nehmen. Also dann nimmt dir jeder einen Schneiderkasten und merkt, der, wo den guten hat, der kann den nachher gleich ins kleine Lagerhaus tragen. Ich hab, kann nur abwerfen. Was? Abwerfen. Schneiderkasten. Ah, okay. Verwenden. Okay, dann kriegst du nochmal einen Beutel. Bist noch mal davon gekommen. Wo soll der hin, der Schneiderkasten? Ins kleine Lagerhaus. Also bei uns. Ja, da sind ja auch schon die ganzen. Kannst du den verwenden? Guck mal kurz. Ich kann auch nur abwerfen. Okay, dann tu ihn da wieder rein. Dann kriegt er nochmal jeder einen Beutel. Sind wir schlecht in der Schreinerei hier. Ja, das geht ja gar nicht. Welche Schreinerei? Schneiderei. Ich hab irgendwie Sprachfehler unter. Ich hab einen Sack. Kannst du auch beschriften? Im Lagerhaus hier. Nochmal im Schneiderkasten. Welche Qualität? Einmal 90. Bin ich jetzt reingepackt. Einmal 71. Den 71er in Wareneingang. Das wird auch eingeschmolzen. Da mache ich lieber bessere noch. Und da du eh gleich an den Zug greifst, ich tu dir da den Beutel rein. Vielen Dank. Ach. Okay. Allgemeinigkeiten und dann kannst du ihn nennen, ne? So, ich habe einen Namen draufgeschrieben. Welchen hast du denn draufgeschrieben? So, den ich halt hab, ne? Ah, nur 10 Größe passt da rein. Getestet habe ich es ja noch nicht, ob es geht. Nur mit einem Beutel habe ich es getestet. Mal. War das, wie heiß ich denn überhaupt? Oh, mein Mate kommt auch rein. Ganz wichtig. Ich hab meinen Namen. Dann passt das eigentlich so. So. Guck, geht. Eins. Geht. Schaut. Ah, geil. Es füllt sich langsam auf. Okay, dann schmeiße das Ding da rein. Warte, halt. Nee, ihr braucht euch nicht beeilen. Ich grab das nur schon so weit ein, dass man noch auf die Kiste zugreifen kann, weißt? Mhm. Geil. Kommt die mit hoch? Nee, die bleibt unten. Mit unten, das ist geil. So, jetzt kann man noch drauf zugreifen und jetzt sind es nur noch ein paar Schaufeln.
Und dann ist weg. Nice. Dann geht's nämlich schneller, wenn irgendwas ist. Und die Erde, die liegt hier in dem Karren. Das können wir kurz vorher zumachen, ne? Ja. Ja, falls wir noch irgendwas anderes reinlegen wollen, bis dahin, bis später. Ich pack dann auch Torhalten. Das gesamte Flux ein. Torhalten. Ich weiß, was du reinlegen kannst. Leg mich hinein, leg mich hinein. Für Kräuter wäre sowas halt auch wichtig. Und das baust dir halt einmal und dann brauchst du ja auch immer wieder nur so weit ausgraben, dass du gerade auf die Kiste zugreifen kannst. Die kannst du dann für immer im Boden lassen. Richtig, das ist geil. Und dann tust du da deine Sachen rein vor der Judgment und nach der Judgment holst du es wieder raus. Ja, stellst vielleicht noch irgendwas drüber oder so. Oder machst also liebe Leute bei YouTube, guckt mal bitte weg hier. Okay. Ich werde das rausschneiden. Ach, Scheiße. Gar nicht auf. Ich schneide das raus und mache dann einfach Piep und einen schwarzen Bildschirm. So. Zensiert. Richtig. Zensiert Schrift drüber. Genau. Ja, das kriege ich schon hin, das ist kein Thema. Da kommt was Lustiges drüber so. So, was wollen wir jetzt noch? So! Buddeln draußen. Hä? Draußen buddeln. Ärger. Wieso buddeln? Was? Ich setze mich jetzt hierher und ihr buddelt. Nein. Ich guck mal, was ich hier wegpacken kann. Ich habe allen Scheiß in meinem Inventar drin. Ich habe den Stößel drin. Die Angel habe ich drin hier. Die kannst du in deinen Kleiderschrank packen. Die Angel. Können wir das ganze Werkzeug auch raus oder was? Welches Werkzeug? Wie? Wo? Das, nur das, was du nicht brauchst. Alles habe ich dabei. Ja, ich habe auch eigentlich immer alles dabei. Ich kann genug tragen. Das stört mich nicht. Aber man braucht ja auch Werkzeug zum Heilen oder zum was bauen vor Ort, wenn man wo angreift. Deswegen. Aber die anderen Sachen braucht man nicht, wie die Angel und den Schlüssel und sowas. Das braucht man echt nicht. Und guck mal, komm mal mit, du wolltest ja noch die letzte Kiste sehen. Dani. Ja, hast du bestimmt da versteckt mal gesagt. Meine Steinaxt war bald hinüber, ne? Hier hinter ist sie. Oh, okay. Man sieht sie schlecht von hier. Und das Zeug steht halt davor, lenkt ab. Man kann's, sieht sie zwar, wenn man aus der Ding hinläuft. Wie heißt's? Perspektive. Ja. Third Person. Aber es fällt nicht unbedingt auf, weißt du, das ist ein bisschen versteckt, da läuft man gern dran vorbei. Du kannst dir diese kleinen Kisten auch unters Bett stellen. Also früher ging das. Erster unten. Also das früher. Auch diese kleinen Kisten mir unters Bett gestellt oder Rindenkiste oben unters Dach. Man muss halt gucken, aber verbuddeln fand ich immer noch das Beste. Glaubst du, auch eine Truhe und einen Karren verbuddeln? Oh, wir sollten uns nachher auch noch rüsten. Also jeder mit Essen und was, ne? Hab ich schon. Ich hab auch Mischungen dabei, dass ich Ausdauer wiederherstellen kann. Deswegen hab ich auch gesagt, macht euch Verbände. Ich hab verschiedene Pfeile dabei. Ich habe sozusagen gerade meine momentane. Ach nee, habe ich vergessen. Das muss ich noch mitnehmen. Ja. Mein geiles neues Spielzeug, was ich ausprobieren wollte. Spielbrötchen. Qualität 45, Qualität 30. Ja, das habe ich mal alles gekocht und mich hochgelevelt. Atmen ist Bild. Oh, wo ist's denn? Na? Du musst halt bald kochen lernen. Sonst muss ich halt nochmal kochen. Hier ist Spielzeug. Und das hier, genau, die zwei. Ha. Ja, Pfeil und Bogen könnte ich ja auch noch mitnehmen, ne? Hab ich ja auch. Hey, wir sind ja direkt hier vor der Base und ich denke, da wird noch keiner kommen.
So, mal neues Spielzeug. Was denn? Und dö. Ein neues Spielzeug. Oh. Oh. Aua, aua, aua. Ey! Nicht pieksen, pieksen. Das Ding nicht, nicht schubsen, ich hab einen Joghurt im Rucksack. Und da Buttermesser. Am Stiel. Aua, aua. Eis. Der ist noch gut gegen Pferde. Gegen Reiter. Ja. Und gegen Dosen. Gegen Dosen? Ach. Ja, also Ritter in Platte. Ach so. Aber halt so. Auf jeden Fall erstmal gegen das Pferd. Hab bisher die Erfahrung gemacht, dass das echt viel bringt, wenn man dem Gegner das Pferd tötet. So, ich habe noch viel zu dunkel zum Schaufeln. Ich würde gerne wissen, wer das andere ist da. Welches andere? Achso, hier. Der ist ja, wäre schon interessant. Lautsprecher aus, Mikrofon auf. Ja gut, wir haben ja nichts mehr ins Großartige gesagt. Hm? Wir sagen ja großartig nichts, wo wir herkommen, wie wir sind und was wir machen. Es könnte der Feind sein. Das stimmt. So.